Also für mich sind die sozialen Medien eher Fluch. Für mich persönlich mehr Segen als Fluch. Ich glaube, es ist ein bisschen beides. So eine moderne Büchse der Pandora. Also das heißt, wenn wir die tatsächlich aufmachen und uns anschauen, was da drin ist, dann schlummern da schon sehr viele Gefahren. Mehr als 3 Milliarden Menschen weltweit nutzen die sozialen Medien und es werden immer mehr. Gerade der Sport mit seinen emotionalen Bildern und Idolen fördert den digitalen Siegeszug. Kein Wunder, dass Instagram und Co. für die meisten Sportler wie Sarah Voss nicht mehr wegzudenken sind. Ich bin recht aktiv, vor allen Dingen in den Zeiten, wenn ich mich im Training oder auf Wettkämpfen oder Wettkampfvorbereitungen befinde und versuche da meine Fans und auch die, die mir folgen, eben in den Wettkampf zu integrieren, eben auch zu zeigen, was ich mache, wie ich mich vorbereite und dass ich da eben auch ein bisschen was von meiner Persönlichkeit mitgebe. Auf vielen Accounts in der Welt der sozialen Medien wird die eigene Persönlichkeit regelrecht zelebriert. Erfolgreich, fröhlich und immer perfekt aussehend in jeder Lebenslage. Vieles Lug und Trug in den Augen von Karate-Weltmeisterin Jasmin Jüttner, die sich mehr Ehrlichkeit wünscht. Zum Beispiel, dass es halt auch nicht immer gut läuft im Training oder dass es auch mal eine Zeit lang richtig schlecht laufen kann und man kann trotzdem weitermachen. Dass solche Sachen dann halt einfach seltener vermittelt werden und immer nur so Perfektion vorgeheuchelt wird, das setzt, denke ich mal, die Jugend ziemlich unter Druck. Den meisten Profilprotagonisten gleichgültig. Die perfekte Scheinwelt geht vor. Dass gerade der Sport seinen Teil zu dieser Inszenierung in den sozialen Medien beiträgt, ist für Kommunikationsexperten aber nachvollziehbar. Also einerseits glaube ich, dass Sport durchaus ein Feld ist, das vom Publikum lebt und das auch von Selbstdarstellungen lebt. Und ich finde, da ist auch nichts Schlechtes dran, einfach zu sagen, ich bringe diese Leistung und ich möchte diese Leistung eben auch zeigen und präsentieren. Andererseits ist aber eine sehr große Notwendigkeit auch da, nämlich die Notwendigkeit im Sport, in vielen Randsportarten, aber auch in vielen Premium-Sportarten, wenn wir so ein bisschen in die zweite, dritte Reihe gehen, sich selbst zu vermarkten. Weil es sieht immer nach außen so rosig aus, dass die ein tolles Leben, sie reisen viel und sie haben überhaupt gar keine Sorgen, aber das ist natürlich ein Trugbild. Die eigenen Sorgen oder Schwächen als leistungsorientierter Sportler im Netz zu teilen, erfordert Mut. Natürlich will man sich auch in den sozialen Medien vor der Konkurrenz keine Blöße geben. Zumal einem die Konkurrentinnen das Leben schwer genug machen können mit dem, was sie posten. Und dann schläfst du halt einmal aus und dann ist es halt 10 und du frühstückst und du guckst auf Instagram und dann ist irgendwie 5.30 Uhr, zweite Einheit gerade absolviert und du denkst dir, oh Gott, was mache ich hier? Und dann hast du eigentlich einen freien Tag, der auch so in einem Trainingsplan vorgegeben ist und der auch gut ist, dass du den hast. Und dann kann ich es gar nicht genießen oder fühle mich unter Druck gesetzt, weil ich ja die ganze Zeit denke, Mist, und alle anderen trainieren, nur ich hänge voll zu Hause rum. Und das ist schon auch ein bisschen Psycho. Wenn man selber ein bisschen Probleme hat, verletzt ist und dann sieht, die Konkurrenz, die ist aber schon fit im Training und die läuft aber schon schnell und die neue Bestleistung im Krafttraining und ich selber kann gerade mal vielleicht Rasendiagonalen machen, weil irgendwas zwickt. Und ich glaube, das ist ein Problem, was man nicht vergessen darf und was immer stärker auch aufkommen kann. Eine weitere Herausforderung? Neben Training und Wettkämpfen, die der eigentliche Job der Profis sind, genügend Zeit einzuplanen für die moderne, abwechslungsreiche Darstellung im Netz. Auch bei der Deutschen Sporthilfe in Frankfurt weiß man, dass heutzutage die Fans professionell gestaltete Stories erwarten. Ein Grund, aus dem die Stiftung ihren geförderten Sportlern eine Schulung angeboten hat. Ein Schwerpunkt? Das Zeitmanagement. Wie kann ich den Aufwand minimieren, um für mich als Athlet oder auch einen Partner, mit dem ich mich da präsentiere, zu maximieren? Also wie kann ich das meiste rausholen aus meinem Engagement im Social-Media-Bereich? Und wenn ich eine gute Mischung aus Information, aber auch Partnering mit irgendwelchen Unternehmen habe, die mich in meiner Sportart unterstützen, weil am Ende das ja auch Intention der Athleten und der Fans ist, dass ich als Sportler in einer Sportart mich präsentiere, dass ich erfolgreich bin, dass ich authentisch bin, um eben mich und meinen Sport an der Stelle zu promoten. Sich in den sozialen Medien promoten, aber gleichzeitig authentisch bleiben. Eine Gratwanderung für viele Top-Athleten, die trotz WM-Titels um jede Einnahmequelle kämpfen müssen. Zumal der sportliche Erfolg allein keine neuen Werbeverträge in den sozialen Medien garantiert.
Denn für manche Sponsoren ist gar nicht die Leistung für eine Kooperation ausschlaggebend, sondern wie viele Follower der Athlet in eine Werbeehe einbringt. Ja, das kann ich bestätigen. Also die Industrie schaut auf Reichweite. Also alles, was die in den Social Media oder in den digitalen Plattformen machen, möchten sie Reichweite haben. Und dann schauen die natürlich auch drauf, wie viele Followers hat dann der entsprechende Sportler. Was aus unserer Sicht allerdings der falsche Ansatz ist. Also es ist relativ klar, dass der Sportler das Interesse hat, ökonomisch zu agieren. Und Unternehmen natürlich auch versuchen, auch so zu agieren. Beide sind in ihrer Weise authentisch. Aber es ist eine Inszenierung von Authentizität. Authentischer Alltagseinblick oder Inszenierung für die Sponsoren. Viele Stories und Posts scheinen werbegesteuert. Der Energiedrink im Rucksack. Das Training. Und die drei Adidas-Streifen immer wieder im Bild. Und fast alle greifen irgendwann zu einem Markenproteinprodukt. Authentischer Sportleralltag oder Erfüllung von Werbeverträgen, in denen die Anzahl und Inhalte der Posts klar definiert sind. Wir hätten gerne mit Adidas vor der Kamera darüber gesprochen, das Unternehmen wollte sich nicht äußern. Vielen Sportlern wie Lisa Meyer ist diese Gratwanderung zwischen Alltag und Inszenierung bewusst. Also ich versuche für mich immer auf einen Werbepost zwei normale Alltagsposts oder aus dem Training folgen zu lassen, einfach um da die Abwechslung zu haben. Mehr Abwechslung, mehr Likes. Die Konkurrenz im Netz kann beim Like-Sammeln durchaus betrügen und shoppen gehen. Agenturen bieten zum Beispiel für ein paar Euro 10.000 Likes an. Eine Zahl mit Relevanz. Wir wissen nämlich, dass es so eine Art Take-Off-Phase gibt. Wenn ich ungefähr bei 10.000 bin, kann es sein, dass die Leute sagen, boah, das ist ja interessant, das haben so viele Leute gesehen, da möchte ich es mir auch anschauen. Und wenn dieser Effekt ansetzt, dann setzt tatsächlich ein normaler Marketing-Effekt auch an. Und da kann sehr viel betrogen werden, ohne dass ich eine Chance habe, das tatsächlich zu sehen. Ein noch größeres Problem? Shitstorms, Hate Speech, Sexismus. Top-Turnerinnen erhalten schon mal Kommentare wie, ob sie da unten rasiert seien. Das Netz als digitaler Müllhaufen. Die Beratungsagentur Lobeco in München warnt vor den Folgen für die Athleten. So wie Dopamin ausgeschüttet wird, wenn die Likes kommen und der Zuspruch, kann es auch zu heftigen Reaktionen kommen, wenn die Anhänger nicht mehr hintereinstehen. Und diese Effekte passieren rasend schnell und sind teilweise auch wenig kontrollierbar. Und somit ist Social Media in der Hinsicht immer Fluch und Segen. Die Sportler werden durch die sozialen Medien immer öfter zu ihren eigenen Medienproduzenten. Mit allen Konsequenzen. Anerkennung und Ablehnung. Optimierungswahn. Aber auch die Chance, sich im Netz als Vorbild für den Nachwuchs zu präsentieren. Weitere spannende Facetten, zum Beispiel, was verdienen die Sportler an den Werbeposts, in unserer Langfassung in der ZDF-Mediathek.